Beethoven-Sonate, Opus 28, D-Dur, Pastorale, gespielt von Zhu Yu. Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass Sie auch Hammerklavier spielen, dass Sie auch Cembalo spielen und dass Sie auch Cello studiert haben. Das heißt, Sie sind eine aufmerksame Beobachterin von Artikulation und Phrasierung. Und diese Sonate Opus 28 ist irgendwo ein bisschen doch auf der Grenze zwischen einer streng klassischen Form und durch den Ausdruck und auch die Verwendung der klanglichen und pianistischen Mittel tatsächlich eine Pastorale, ein eher zurückhaltendes deutsche cantabile Stück, das man tatsächlich entweder sehr klassisch oder eben auch mit der Idee eines Hammerklaviers im Hinterkopf spielen kann. Und ich möchte Sie fragen, wie sehen Sie das? Wie möchten Sie das gestalten? Wir haben es ja auch gehört als Ganzes, aber was sind Ihre Ideen dazu? Ich habe die ganze Sonate am Hammerklavier und auch am modernen Klavier einstudiert. Und beim Üben bzw. Einstudierung ist mir aufgefallen, dass man ganz unterschiedlich klanglich, man muss sich ganz anders vorstellen. Und die Technik ist natürlich auch sehr anders. Können Sie uns ein Beispiel geben vielleicht, ja, wie Sie anfangen? Ja. Klavier, wie ich starte, spiele ich mehr mit Armbewegung. Und ein sehr großer Unterschied ist, hier an unserer wunderbaren Steinway D kann man auch sowas machen. Dass man also die Taste nur halb heraufkommen lässt. Ja, genau. Und an einem Hammerflügel ist es nicht möglich. Das heißt, man muss echt sehr klar Tasten bis zu oben heraufkommen lassen. Ja. Ja, ja. Hat das eine Auswirkung auf das Tempo? Also in der Geschichte der Interpretation dieser Sonate sind ja verschiedene Auffassungen, die man hören kann. Ist das ein zurückhaltendes Allegro? Wie sehen Sie das? Ich habe Tempo nicht so unterschiedlich gemacht, aber genommen. Aber mit Agogik kann ich mehr machen hier am modernen Klavier. Ja, ja, ja. Zum Beispiel, man kann sehr viel machen. Und an einem Hammerflügel spiele ich eher so. Dass der Bass eher wie Trommel ja, klingt. Ja, ja. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auch in unserem gemeinsamen Besprechungen. Mhm. Irgendwo steht diese Sonate auch auf einem, ja, ich würde sagen, auf einem Mittelpunkt, wo es eigentlich schon auch in die Romantik geht. Ja. Also man kann das natürlich auch romantisch auffassen. Wir kennen nun jetzt die Musik der Romantik. Mhm. Und wir hatten, Sie haben auch wunderbar Mendelssohn Variation seriös gespielt. Und es gibt eine Stelle, eine Variation im Staccato bei Mendelssohn. Vielleicht können Sie das kurz anspielen. Ja, und das kommt ja bei Beethoven relativ ähnlich vor. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mendelssohn davon vielleicht sogar inspiriert worden ist. Können Sie uns das zeigen? Im zweiten Satz, ja? Die Stelle. Ja. Ja. Ja, also ich fand das immer wirklich sehr ähnlich und wahrscheinlich hat doch Mendelssohn diese Sonate auch geliebt. Mhm. Wie ist das hier also mit dieser Stelle, wo man sagen könnte, zweites Thema? Wie sehen Sie das? Soll man diese Mittelstimmen sehr hervorheben? Soll das nur eine Farbe sein, vielleicht wie Schubert Empruntu, Gesdur, nur Harmonie in der Mitte? Oder spielt das auch eine Rolle, was ich mit diesen Mittelstimmen tue?
Ich spiele hier am modernen Klavier eher als Klangteppich. Mhm. Das heißt, man hört den Rhythmus nicht so gut. Mhm. Ja. Können Sie uns das zeigen? Das könnte schon fast ein Schubert sein. Mhm. Und ich denke, auch auf dem modernen Klavier sollte man das auch so spielen, dass eigentlich diese Mittelstimmen nicht so hervortreten, sondern eher Farbe sind. Und wir sind ja jetzt hier auch in Cis-Dur, also doch ein großer Gegensatz zur Grundtonart D-Dur. Und ich würde das auch natürlich begrüßen. Wobei ich auch sagen muss, das ist ja auch vielleicht wichtig für ein solches Video, ich versuche doch immer meinen Studenten nichts aufzudrücken. Und ich freue mich gerade bei Ihnen besonders, dass Sie sich so gut auskennen und dass Sie auch immer wieder, das muss man vielleicht auch sagen, fragliche Stellen entdecken, wo es dann doch irgendwelche Dinge gibt, wo man sich sagt, wie kann das hier stehen? Das fällt mir jetzt gerade ein in unserem Gespräch. Wir haben im vierten Satz so etwas entdeckt. Vielleicht können Sie das zeigen. Ja. Die neue Ausgabe, die an einer kleinen Bindestelle mit der älteren Ausgabe differiert. Das ist Takt 81? Ja. Mhm. Beziehungsweise Takt 81 zu 82. 81 zu 82 im vierten Satz. Ja. Ja, können Sie das mal zeigen? In der alten Ausgabe, die hier, habe ich hat man ohne das H ohne Bindebogen. Das heißt, und in der neuen Ausgabe steht ja, mehrmals kommt natürlich der Bindebogen anschließend noch vor. Also insofern wahrscheinlich wird die neue Ausgabe dann doch richtig sein. Und man sieht daran, dass also eine Ausgabe wie die Hähnle-Ausgabe auch doch immer wieder an Kleinigkeiten bis zum Letzten sich bemüht, doch das beste Ergebnis hervorzubringen. Zweiter Satz. In einigen Beschreibungen, auch zum Beispiel bei Edwin Fischer, in seinem Buch über die Sonaten, wird von einem Trauermarsch-ähnlichen Stück gesprochen. Würden Sie das auch so sehen? Ein Marsch schon, aber Trauermarsch vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Aber auch... Es ist dunkler. Dunkel und sehr gehalten. Und soll man diese Staccati jetzt besonders hervorheben oder sollte man sich um die Melodie kümmern? Wie sehen Sie das? Das spiele ich wieder am modernen Flügel sehr anders als am einen Hammelflügel, weil an mancher Stelle kann man besser, klingt das einfach besser mit Pedal am modernen. Mhm. Zum Beispiel, können Sie das zeigen? Und wenn man mit Pedal an einer Hammelflügel spielt, da hört man zu deutlich den Unterschied ohne und mit Pedal. Mhm. Vor allem bei dem Staccato in linker Hand. Das heißt, beim Hammerflügel muss man sich dann in der rechten Hand besonders anstrengen, das Legato herauszubringen. Genau. Und dafür Hand. Ist die linke Hand natürlich. Ja. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auch überhaupt auf den Ausdruck. Weil also so gespielt ist das natürlich ganz anders, als wenn es ganz trocken ist. Ja. Wie ist das mit den Akkorden, die dazwischen kommen? Die? Ja.
Haben Sie da, sollte man sich Bläser vorstellen? Sollte man innerhalb dieser Akkorde etwas unternehmen? Dam, da, dam. Oder dam, da, dam. Oder dam, da, dam. Ich spiele eher wie Ihre erste Version. Mhm. Okay, ja, können so Sie uns das zeigen? Und das ist natürlich auch dort ein heiterer Moment, würde ich sagen. Also von Trauermarsch kann da eigentlich keine Rede sein. Scherzo, dritter Satz. Vor allen Dingen Sprünge, Oktaven eigentlich, die auch fast thematisch sind. Wie sehen Sie das? Entschuldigung. Ja, zum Beispiel, soll man nach unten irgendwas machen? Soll man das Gegenteil machen? Oder soll man das flächig spielen? Was machen wir mit diesen Figuren? Ich kann mir vorstellen, das unterschiedlich zu spielen. Zum Beispiel, jetzt ist es zu kurz. Ja. Wie Sie gesagt haben. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich finde, beide klingen sehr gut. Ja. Klanglich und ja. Also technisch muss man nicht arbeiten, ja, sondern ja, ja, es ist einfach anders. Bei Wiederholungen sollte man da was Verschiedenes machen oder soll man sich einmal entscheiden und das auch bei der Wiederholung so machen? Ich habe sehr frei gemacht. Mhm. Ich habe nicht dran gedacht bei der Wiederholung, dass ich unbedingt anders machen muss, sondern ich habe immer improvisiert. Mhm. Ja. Was eigentlich dann, wenn man gut vorbereitet ist, eigentlich auch der Idealfall ist. Mhm. Wenn man zu sehr ausrechnet, dann ist das zu, ja, vielleicht zu pädagogisch und zu besserwisserisch auch. Und das muss einfach so fließen. Was ist mit den Figuren im Trio in der linken Hand, mit den Oktaven und dem Staccato und Legato und was da kommt? Ich denke, ich sehe das so. Eher so Oktav. Mhm. Zwei Bindungen. Mhm. Weil wenn das so, das klingt nicht gut und ist schwieriger zu spielen. Aha. Ja. Und ist sehr schwer, wird sehr, klingt sehr schwer. Und wie ist es mit dem Pedal? Also sollte man am Anfang des Trios, wo keine Bögen stehen, also eher Non-Legato spielen und dann, wenn der Bogen kommt, in D-Dur auch Pedal dazu nehmen? Ich habe hier am Anfang sehr wenig Pedal genommen, fast ohne Pedal. Mache ich ganz deutlich Legato. Ja. Ja, das ist schön. Und hätte das auch am Hammerklavier solche Auswirkungen? Das klingt noch deutlicher. Noch deutlicher. Ja, weil was trocken ist, hier klingt noch trockener. Noch trockener. Ja. Und was pedalmäßig ist, das klingt noch flächiger. Ja. Mhm. Ja. Vierter Satz, also da wird ja auch aufgeschrieben, dass eigentlich das Stück deswegen Pastorale heißt, wegen diesen Bordunbässen, die da auftreten und die einfach auch immer wieder kommen. Übrigens auch natürlich dann ein Bezug zum ersten Satz, wo eigentlich die Bassfigur ja auch thematisch ist. Mhm. Und es gibt ja auch in der sonstigen Literatur, ich denke immer an erste Brahms-Symphonie mit den Pauken, die am Anfang sind. Also es ist irgendwo thematisch und finden Sie oder sehen Sie das berechtigt, da Pastorale sich vorzustellen? Die Tonart ist für mich klingt sehr nach Pastorale. Ja, das D-Dur. Und die Klangwelt. Ja, ja, ja. Und dann gleich diese, dass man irgendwo sich doch, ja, so, Sie sind Cellistin, also so eine Cello-Quinte vielleicht auf einer leeren Seite oder auf leeren Seiten ohne Vibrato. Ja. Und
Ist dort auch ein Unterschied zwischen dem modernen Klavier und dem Hammerklavier? Meinen Sie mit dem mit der Bass? Ja, wie man den Bass hervorbringt, was man mit Pedal machen kann? Ich mische hier den Klang hier besser. Mhm. Ja. Und ich spiele flächlicher als, als am Hammerflügel. Gut, können Sie das zeigen? Und ein sehr großer Unterschied für mich ist, man darf hier den Bass als Fläche nehmen, weil die Oberstimme am einem modernen Flügel ziemlich deutlich herauskommt. Mhm. Es ist stark genug. Ja, ja. Also man braucht sich nicht extra darum bemühen. Mhm. Ja. Ja. Und hier diese Lage am einem Hammelflügel ist schon Schwäche. Ja, 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 genau. Als der Bass. Genau, ja. Ja. Und wie ist das mit der gefürchteten Coda? Also die Coda erinnert ja auch irgendwie, oder beziehungsweise Schubert-Sonaten erinnern teilweise an diese Coda, wenn man an den Schluss der großen A-Dur denkt, wo man irgendwie eigentlich schon fast fertig ist und dann kommt eigentlich die echte Herausforderung. Wie würden Sie das da sehen? Was macht man da mit der Figur in der linken Hand? Oder soll man schauen, dass die rechte Hand möglichst virtuos ist und glänzt und strahlt? Technisch gesehen, ich denke eher an linke Hand, weil man muss so weit springen und unterschiedliche Intervalle. Mhm. Und rechte Hand ist dabei, es bleibt in einer Stelle. Mhm. Und man muss nur, oder ich habe das so geübt, dass ich eher an die Töne denke. Mhm. Ja. Mhm. Der linken Hand. Bei der rechten Hand. Der rechten Hand. Und ja, und bei der linken Hand muss ich schon sehr gut aufpassen. Auf die Sprünge schauen, ja. Und angucken. Und ja, ja. Natürlich daran denken und auch angucken. Ja. Können Sie da zwei Takte, obwohl da kann man nicht einfach so anfangen, aber können Sie das trotzdem vielleicht kurz zeigen? So schwierig. Ja, und was würden Sie sagen für diese schlussgebrochenen Akkorde? Also sowas kommt ja bei Beethoven sehr oft vor. Also wenn ich zum Beispiel an Schluss von der Appassionata denke, wo man dann in F-Moll das Pedal runterdrückt und dann über die ganze Klaviatur das macht. Was soll man hier tun? Soll man das hier auch so machen oder würden Sie das doch eher durchsichtiger spielen? Technisch gesehen, ich denke eher an die linke Hand. Mhm. Weil normalerweise läuft die linke Hand langsamer als unsensibler als die rechte. Mhm. Und wenn man nur an die rechte Hand denkt, läuft man zu schnell. Mhm. Und Pedal? Pedal, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe, weil ich höre sehr gut zu. Mhm. Und manchmal, wenn ich bei den Takt schon sehr laut bin, dann muss ich klarer wechseln. Mhm. Und wenn ich erst da sehr deutliche Crescendo machen, dann, dann behalte ich den Klang im Pedal. Gut. Ja. Also Sie würden sicher sagen, wir haben das ja jetzt gerade gesehen, also Ihnen fallen selbst kleine Haltebögen auf. Mhm. Also man soll sich genau mit der Materie beschäftigen. Man soll möglichst genau wissen, was man tut. Mhm. Und dann aber ein Stadium erreichen, wo man das auch dem Moment überlässt. Ja. Und wo man einfach sagt, okay, ich denke jetzt nicht drüber nach, ich lasse es einfach auf mich wirken. Mhm. Und dann spiele ich. Mhm. Das ist in meiner Sicht ideal. Vielen Dank. Danke. Danke.